Hallo und herzlich willkommen zum E-Mobilitäts-Quickie Nummer 3. Heute soll es um das neueste Easter Egg von Tesla gehen, welches sie in der App versteckt haben. Kennt ihr noch nicht? Kein Problem, dranbleiben, ich zeig's euch. Los geht's! Willkommen zurück und super, dass ihr heute eingeschaltet habt, denn ich zeige euch heute, wie schon gesagt, das ist das neue Easter Egg, was Tesla in der Tesla-App versteckt hat. Und zwar ist es folgendes, wenn ihr auf genau, muss nachschauen, 121 Kilometer seid, also Restreichweite vom Akku, dann passiert folgendes, ich blende euch das jetzt hier mal ein. Also ihr müsst genau auf 121 Kilometer sein und dann müsst ihr auf das Akkusymbol oben drauf klicken und dann erscheint ein Pop-up, worin es heißt, Zeitschaltkreise an, prüfen Sie, ob der Plutonium-Treibstoff in die Reaktorkammer eingesetzt ist und berühren Sie Ja, um fortzufahren. Das habe ich gemacht. Ich habe Ja gedrückt und dann wurde aus unserem Model S P90D ein Model X P88D und ihr seht schon, Freunde, hier geht alles um, ich wollte schon sagen, die unendliche Geschichte, das stimmt aber gar nicht, hier geht alles um zurück in die Zukunft und das Auto heißt auch nicht mehr EV, sondern es steht Out of Time dran und wir haben auch nicht mehr 121 Kilometer Restreichweite, sondern 1,21 Gigawatt. Schaut es euch an. Es ist richtig spaßig. Ja. Zeitschaltkreise an. 5 Stunden 35 Minuten verbleibend. Es wird zum Beispiel auch aus dem Aufladen wird Treibstoffkammer. Aktueller Ausgang 300R. Wenn ihr wisst, was mit 300R gemeint ist, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Der Standort ist auch ganz lustig. Oder zu beachten, denn wir befinden uns jetzt nicht mehr in der Rechtbergstraße 10 in Heiningen, sondern in der S. Azusa Avenue, 1600 Roland Heights, California. Ich glaube, Fans von Zurück in die Zukunft wissen Bescheid. Es ist also wirklich ein richtig lustiges Easter Egg, wie ich finde. Was gibt's denn noch? Ja, die Wind vom Fahrzeug verändert sich. Und anscheinend ist es wohl die Original-Win eines DeLoreans oder sogar dieses DeLoreans, also das Original Zurück in die Zukunft DeLoreans. Und ja, eigentlich haben wir... Och, wo steht's denn? Moment, ich schau mal gerade nach. Eigentlich haben wir aktuell 12.095 Kilometer gefahren. Und auch hier ist der Kilometerstand verändert auf 53.208 Kilometer. Wenn einer weiß, was es damit auf sich hat, auch gerne in die Kommentare posten. Ja, und wenn man wieder raus will aus dem Ganzen, muss man einfach wieder nur auf das Akku, beziehungsweise dieses Nuklearzeichen in dem Fall jetzt oben drücken. Und dann kommt wieder die Pop-up-Meldung, Zeitschaltkreise aus, bitte stellen Sie nach dem Zeitsprung Ihre Uhren neu. Ist also wie gesagt ein richtig lustiges Easter Egg, wie ich finde. Es war nicht ganz einfach drauf zu kommen. Ich muss sagen, wir haben zu spät geschalten und mussten dann ein bisschen nachladen, damit wir auf 121 Kilometer kamen wieder. Damit das Ganze auch funktioniert. Denn es funktioniert wirklich nur bei genau 121 Kilometer. Als wir bei 122 Kilometer waren, konnten wir schon nicht mehr drauf zugreifen. Ja, was haltet ihr denn generell so von den Easter Eggs, die Tesla so in die Apps, beziehungsweise in die App und in die Autos versteckt? Ich meine, versteckt ist es ja heutzutage nicht mehr wirklich, früher war es mal versteckter, aber was haltet ihr denn so von diesen ganzen Spielereien? Sinnvoll, sinnlos oder praktisch auch zum Teil, um die Ladeweile zu überbrücken? Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, dann können wir da lustig drüber diskutieren. Und ansonsten ist es heute wirklich mal nur ein Quickie gewesen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein und vergesst nicht zu abonnieren, das Glöckchen zu drücken und ganz wichtig, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. In diesem Sinne, macht's gut und bis ganz bald. Ciao, ciao.